Der 20. Juni 2009 beginnt für das Ehepaar Saling wie so viele andere Samstage auch. Kirsten Saling und ihr Ehemann leben in Berlin. Gemeinsam machen sie sich morgens auf den Weg in den Spandauer Forst. Beide sind sportlich aktiv. Ihr Mann geht joggen, Kirsten praktiziert Qigong. Der Spandauer Forst ist der perfekte Ort für beide, um ihren Aktivitäten nachzugehen. Dort angekommen beginnt Kirstens Mann sich aufzuwärmen. Den Spandauer Forst wählen die beiden als Ziel tatsächlich zufällig aus. In dem städtischen Waldgebiet kann Kirstens Mann joggen gehen, während sie selbst genügend Ruhe für ihre Übungen findet. Der 39-jährigen Kirsten sind ihre Körper- und Bewegungsübungen sehr wichtig. Seitdem sie vor einigen Jahren Krebs hatte, hilft ihr Qigong im Alltag. Mittlerweile ist sie wieder gesund und arbeitet sogar selbst mit Krebspatienten zusammen. Kirsten hat noch einmal studiert und einen Abschluss in Psychologie gemacht. Sie ist in der Berliner Charité auf der Krebsstation angestellt und hilft den Patienten als Psychoonkologin, mit den mentalen Belastungen ihrer Krankheit umzugehen. Im Leben von Kirsten Saling scheint nach der schweren Erkrankung alles wieder im Einklang zu sein. Im Job läuft es gut, die Ehe mit ihrem Mann ist nach wie vor glücklich. Die beiden sind seit 2001 verheiratet und kennen sich schon seit 20 Jahren. An diesem Samstagmorgen sind die beiden also gemeinsam in den Spandauer Forst gegangen. Ihr Mann hat sich zu seiner Laufrunde aufgemacht. Kirsten taucht im Areal Jagen 31 in ihre Meditationsübungen ab. Um 8.45 Uhr wird sie noch von einer Joggerin passiert. Die 39-jährige Kirsten ist so in ihre Übungen versunken, dass sie die Frau gar nicht bemerkt. Es wird eine der letzten Zeuginnen sein, die Kirsten lebend sieht. Außer Kirsten sieht die Joggerin zuvor auch einen Mann. Er trägt weiße Kleidung, die sich von seinem knallroten Fahrrad abhebt, und kommt ihr entgegen. Als er gerade an ihr vorbeifährt, kommt er jedoch abrupt zum Stehen und dreht um. Der Radfahrer beginnt die Joggerin zu verfolgen für mehrere hundert Meter. Das bemerkt auch die Joggerin. Sie bekommt ein ungutes Gefühl und beschleunigt ihr Tempo. Der Radfahrer kommt erst zum Stehen, als die Joggerin an Kirsten vorbeiläuft. Die 39-Jährige ist nach wie vor mit ihren Qigong-Übungen beschäftigt. Die Joggerin ist erleichtert, dass der Mann sie anscheinend doch nicht verfolgt hat und setzt ihre Laufrunde beruhigt fort. Nur wenige Augenblicke später hört sie Rufe, Schreie. Sie registriert nicht, dass es Hilfeschreie sind. Denn neben Kirsten Saling ist der Radfahrer abgestiegen und hat ein Messer gezückt und sticht nun immer wieder auf die Frau am Wegesrand ein. Mehrere Messerstiche treffen Kirsten Saling in den Oberkörper. Dann springt der Mann wieder auf sein Rad und flieht. Kirstens Rufe wurden von weiteren Zeugen gehört, die herbeieilen, um erste Hilfe zu leisten und einen Rettungswagen zu rufen. Kirsten ist schwer verletzt, aber noch ansprechbar. Sie kann den Täter beschreiben. Die 39-Jährige sagt einer Zeugin, ihr Mann müsse ganz in der Nähe sein. Sie bittet die Frau, ihm Bescheid zu sagen, dass etwas passiert ist. Es gelingt ihr sogar noch, der Zeugin die Handynummer ihres Mannes zu diktieren. Sie solle ihm ausrichten, dass Kirsten ihn liebe. Danach verliert sie das Bewusstsein. Am Mittag des 20. Juni 2009 verstirbt sie im Krankenhaus an ihren Stichverletzungen. Die Polizei ist sich damals sicher, den Täter zeitnah ermitteln zu können. Immerhin gibt es eine Zeugin, die den Täter beobachtet hat. Eine der Personen, die Kirsten zur Hilfe gekommen ist, hat den Täter ebenfalls noch gesehen. Zudem weiß man, dass der Radfahrer Richtung Schönwalder Allee davon gefahren ist. Und es gibt sogar eine Täterbeschreibung von der ermordeten Kirsten selbst. Sie hat den Ersthelfern gesagt, der Mörder habe wie folgt ausgesehen. Etwa 15 bis 20 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, kein Bart, keine Brille, mittelblond und gepflegt. Kirsten hat auch noch gesagt, sie habe den Mann nie zuvor gesehen und er habe kein Wort zu ihr gesagt. Die Angaben stimmen mit den Beschreibungen von den anderen Zeugen überein. Einige sagen, der junge Mann habe attraktiv und freundlich ausgesehen. Nicht so, wie man sich einen Mörder vorstellt. Auf einer Überwachungskamera in der Schönwalder Allee wird um 8.50 Uhr an diesem Samstagmorgen ein Mann gefilmt. Er trägt helle Kleidung und sitzt auf einem Rad. Beschreibung und Uhrzeit passen. Er könnte tatsächlich der Täter sein. Der Radfahrer auf dem Kameramaterial fährt in die Einfahrt des Johannesstifts. Die Bilder sind allerdings unscharf. Weitere Aufnahmen gibt es nicht. Denn eine Kamera, die den Radfahrer auf dem Gelände des Johannesstifts hätte erfassen können, ist leider kaputt. Die Bilder werden Anfang Juli 2009 veröffentlicht, in der Hoffnung, jemand könnte den Mann erkennen. Doch leider geht kein entscheidender Hinweis ein.
Auch eine Überprüfung der Mitarbeiter und Bewohner des Johannesstift bleibt ohne Ergebnis. Kliniken, Schulen und Anwohner in der Nähe des Spandauer Forst werden durchleuchtet. Doch nirgendwo findet sich ein Anhaltspunkt auf den Mörder von Kirsten Saarling. Die Suche nach dem Täter verläuft ebenso ernüchternd wie die Suche nach der Tatwaffe. Das Messer bleibt verschwunden. Auch DNA-Spuren des Täters sind nicht zurückgeblieben. Obwohl die Polizei insgesamt mehr als 1000 Hinweisen nachgeht und mehr als 3000 Personen überprüft, kann der Mörder von Kirsten Saarling nie ermittelt werden. Die Ermittler sind sich sicher, dass Kirsten Saarling ein Zufallsopfer gewesen ist. Das erschwert aber natürlich auch die Suche nach ihrem Mörder. In einem Großteil der Morddelikte stehen Täter und Opfer in irgendeiner Beziehung zueinander. Beim Durchleuchten des persönlichen Umfelds stoßen Ermittler meist zumindest auf Anhaltspunkte, die bei der Täterfrage weiterhelfen können. Nicht jedoch im Fall Kirsten Saarling. Sie hat kein allzu großes Umfeld. Kollegen und Bekannte beschreiben sie als freundlich und umgänglich und weder ihr Ehemann noch Personen aus ihrem Arbeitsumfeld an der Berliner Charité kommen als Täter in Frage. Der Leiter der Mordkommission sagt 2022 in einem Interview, Kirsten Saarling sei leider einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Es hätte jeden anderen Passanten treffen können. Er vermutet, dass womöglich sogar die Joggerin zunächst das Ziel des Angreifers war. Während der Verfolgung sei er dann an Kirsten vorbeigekommen und habe in ihr ein leichtes Opfer gesehen. Möglicherweise, weil sie durch ihre Qigong-Übung abgelenkt und ganz bei sich selbst war. Kirsten Saarlings Ehemann hat einen Gedenkstein anfertigen lassen. Er steht heute im Spandauer Forst auf einer kleinen Lichtung gegenüber einem Gewässer. An dem Ort, an dem Kirsten Saarling an einem ganz normalen Samstag aus dem Leben gerissen wurde. Cold Cases zu behandeln ist wichtig, denn es gibt immer mindestens eine Person, die etwas weiß. Nicht selten gibt es vielleicht Mitwisser oder einfach Menschen, denen den Tagen nach der Tat etwas aufgefallen ist. Es ist nie zu spät, um sich noch einmal bei den Behörden zu melden und Beobachtungen zu schildern. Die Polizei hat einige Informationen im Fall Kirsten Saarling bewusst zurückgehalten. Es ist also möglich, dass sie dem Täter näher war oder ist, als wir es ahnen können. Zahlreiche Fälle werden nach Jahren oder gar Jahrzehnten noch aufgeklärt. Man kann Personen, die glauben, etwas zu wissen, nur ermutigen, reinen Tisch zu machen. Und wer weiß, vielleicht kann ich euch hier bei Insolito Crime News irgendwann von der Aufklärung des Mordes an Kirsten Saarling berichten. Ich würde es mir sehr wünschen, für Kirstens Hinterbliebene, Kollegen und ihren Mann. Wenn ihr Bekannte in Berlin, gerade in der Nähe des Spandauer Forst habt, teilt das Video gern mit ihnen. Vielleicht kann sich irgendwer noch an irgendetwas erinnern und einen wertvollen Hinweis geben. Nebenbei unterstützt ihr so den Kanal und sorgt dafür, dass der Algorithmus angeregt wird. Und das wiederum bewirkt, dass YouTube dieses Video auch Menschen vorschlägt, die Crime News noch nicht kennen. Auch ein Kommentar oder ein Like helfen dabei. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.